So, nächster Gegner ist Real Madrid. Und da wollen wir heute natürlich angreifen. Wieder dieses Last-Minute-Ding. Es ist jetzt das zweite Unentschieden, was wir wirklich in allerletzter Sekunde gekriegt haben. So, gucken wir mal gerade, was wir ein Scouting-Update haben. Das sind Franzosen, okay. Warte mal, ich guck mal gerade, was da. Haben wir ein tolles Potenzial, wo ich sage, hey, das lohnt sich vielleicht nochmal irgendwie 74 bis 95, das könnte was funktionieren. Deswegen werde ich den mal mit hochziehen. Wieder Baskenland liegt ja auch in Frankreich. Also 40 bis 94, auch der wäre eine Idee. So, die werde ich jetzt erstmal mit hochziehen. So, gucken wir gerade, Jugendakademie, sind die jetzt in der Jugend im Team oder? Ne, sind in der Jugendakademie, ne? Ja. Gut. Ja, das ist kein schlechter 67er. Ich glaube, den nehme ich sogar mit hoch in die Dings, in die zum Profi befördern. Den nehme ich sogar mit hoch in die erste. So, Teamzentrale, den will ich natürlich auch ein bisschen fördern. Ich glaube, das könnte nochmal ein ordentlicher Topstar werden. Warte mal, wo ist er denn hier? Maurice da. Entwicklungsplan, der wird natürlich vorne. Als Stoßstürmer. Ausgeglichen. Spielmachender Stürmer in der 15 Wochen. Bewegung, eine Spitze, dritte Angriff, dann gehe ich auf hängende Position. Den würde ich auf jeden Fall mal ein bisschen fördern mit ZM vielleicht noch. Warte mal. Ich glaube, da könnte was werden. Den werde ich Spezialbewegung, dann werde ich den auf offensiver Mittelfeldspieler trainieren. So. Okay, gehen wir rein ins Match. Zumindest erstmal die Pressekonferenz. Gracias por su paciencia. En unos momentos pasaremos a las preguntas. Klar, muss die Leistung besser werden, vor allem vorne. Ja, vor allen Dingen müssen wir uns konzentrieren, ne? Die Jungs wissen natürlich, was Sache ist, klar. So, auf geht's. So, ich denke, so passt das. Wir werden die Mannschaft so lassen, weil jetzt ist er nämlich so 100% fit auch und deswegen muss ich zwischendurch mal ein bisschen rotieren. Seit Tagen gibt es nur noch ein Thema und das ist dieses Spiel. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen Real Madrid. Das ist es halt, ne? Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander.
Athletic Bilbao gegen Real Madrid. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Ein tolles Spiel. Eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Kyle Walker spielt mit Kyle Walker in der Abwehr. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Klar. Die großen Erfolge sind zuletzt meist ausgeblieben für Bilbao, aber man hat sich auf jeden Fall schon mal als Stammgast im Europapokal etabliert. Und Wolf, das ist ja schon was in der spanischen Liga mit all diesen Spitzenteams. Na dann, auf geht's im Topspiel. Real 8 Punkte hinter uns, Fragezeichen, oder 2 Punkte dran. Also ist egal, wie es heute ausgeht, sie können uns nicht überholen. Super dieses Zuspiel. Aber da machen sie doch nichts aus diesem Steilpass, da wird's zu eng. Abwehr kann klären. Einwurf für uns. Sanchez, 1-0. Und damit bringt er sie hier früh Souverän, gut gemacht, souverän rübergezogen und rein ins Glück, 1-0 für Bilbao. Aus nächster Nähe das Tor, sie machen alles richtig in dieser Situation. Damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So, Ball kommen. Aber Mondi passt erstmal da hinten auf. Toni Kroos. Und jetzt geht Hazard nach vorne. Hier spielt er in Wirklichkeit keine Rolle. Und jetzt geht's Gala an. Über die Außen vorbei erstmal. 2-0. Das Tor und damit hat er heute einen Doppelpack. 13. Minute, Sanchez. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir nochmal ein Auge drauf. Und bleibt cool. Macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand, die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Wow, also das ist schon mal eine Hausnummer, dass wir hier schon, dass die großen Probleme in den letzten Spielen mehr oder weniger, dass wir jetzt, na gut, es ist halt wie gesagt hier wieder die Startelf. Die eigentliche definitive Startelf, die jetzt ein bisschen Valverde mit dem Ball. Valverde. Ja, da.
Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Und ah, das ist bitter, das ist Hauser. Und das Ding hat man sich selber reingehauen. Eigentlich wollte ich den schön nach außen rausziehen mit dem langen Ball, um den Konter zu starten. Ja, und dann ist es plötzlich das 1:2. Also du kannst aber auch mal, wo kann sein, da kannst du aber auch gelb mal geben, Minimum gelb. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Geier. Er schießt von weit raus. Warum schießt du da? Ja, und nicht. Courtois hier ohne Mühe, einfache Nummer für den Belgier. Er passt gut auf und hat den Ball. Groß. Toni Groß jetzt. Ja, wird hier gut unterstützt. Euer Sabal. Oh ja, Sabal, aber der kommt überhaupt nicht rein in die Saison. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Gehalten, macht er gut. Sie nehmen die kurze Variante. Ja, Scheiße. Valverde. Scheiße. Valverde, ja. Muss jetzt wieder ein bisschen reinkommen. Oh, da noch was. Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Eden Hazard. Valverde mit dem Ball. Dani. Ey, komm doch, ey, du fallst dir da ein zurecht, lieber Schiedsrichter. Da muss ich doch pfeifen, das könnte ein Konter geben für den Gegner oder was? Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das. Alter, pfeift sich da ein, zu Recht. Drei. Später. Bilbao ist bei der Statistik zum Ballbesitz in der heutigen Partie. Jetzt vielleicht mal Guruzeta. Wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. William Suter Chance. Super von Courtois. Es bleibt jetzt gerade so ein bisschen krampfhaft. Vor allem, wie gesagt, ich habe mir dieses Tor selber reingeholt. Seitdem ist Real drin in der Partie. Valverde. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Geht da voll in diesen Zweikampf. Diesmal passt dieser Ball. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt's hier zusätzlich. Ah, der kommt nicht an. Pause. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Also Espanyol führt gegen Cádiz 1-0. Espanyol, die auch ganz, ganz unten mit drin hängen. Aber das ist nicht unser Thema. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier diese Aufgabe lösen und nicht wieder so Last-Minute-Ding kriegen. Guruzeta, Guruzeta! Ja, kommt nicht rein, Alaba, passt da auf. Klasse Zuspiel. Valverde. Valverde. Ah, oh, das könnte es sein. Also passt doch da auf, nee. So, jetzt kommt Vinicius. Jetzt wird es doch mal eine ordentliche Nummer härter. Vinicius, wo ist der Ball? Komm nicht rein. Schöner Echtsprung von Unai Simon. Wenn das Ding da 13 Minuten 2-0 stehen hast, alles im Griff, also dann so ein blödes Ding da hinten drin hast. Oja Sabal, Tempo machen, Oja Sabal, leg es, Mendy, Mondi, Entschuldigung. Und logisch, da sind wir natürlich auch wieder mit dabei. Ja, passt. Kappa, der hat den Fehler gemacht, hat übrigens. Alles richtig gemacht. Schade. Boah, den habe ich drin gesehen, den Ball. Genauso müssen sie weitermachen. Ja, wie Gayan. Muniain. Muniain, ja, schönes Ding. Muniain. Gut gedreht.
Williams. Williams, 3-1. Bilbao macht das Tor. Real macht das Spiel und Bilbao macht die Tore. 3-1. Endlich mal wieder so ein bisschen. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. So, jetzt bitte nicht irgendwie wieder so ein schnelles Anschlusstor kriegen. Und vor allen Dingen Kyle Walker. Federico Valverde. Chance für Vinicius Junior. Und der murmelt das Ding, Mann. Das ist genau das, was ich meine. Du kriegst dann wieder so ein Murmel. So ein Murmeltor, was der im fünften Versuch jetzt über die Linie haut. Wiederholung zeigt uns zunächst. Wieder so ein blödsinniger Fehler da hinten in der Vorwärtsbewegung. Das ist eben gefährlich. Du schießt dir die Gegner gerade selber, du schießt dir die Tore quasi mit weniger gerade im Hand, selbst. Schuss kommt nicht durch. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Ja, starker Pass. Ball zu weit draußen, Valverde. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. So kotzt gerade. Das ist genau das, was ich meine. Ich sag gerade, du hast das. Gute Grätsche, er holt sich den Ball. Dani. Ceballos. Vinicius Junior mit dem Ball. Ist es das jetzt? Nein, ist es nicht. Gut gelöst. Kurze Erinnerung hier an den nächsten Gegner von der. Ja, Schuss. Vallecano heißt der Gegner im nächsten Vallecano. Saisonspiel. Das klingt absolut machbar. Ja, geh. Wir sind in der Schlussphase dieses Spiels. Ah, spielt doch. Spricht im Moment vieles für Sie, keine Frage, Wolf. Ein Tor sitzt Sie vorn, aber darauf darf man sich natürlich nicht ausruhen. Aber die Mannschaft weiß, wie man so einen Vorschlag. Oh, Spieler für Sie. Die habe ich nicht gesehen, den Spieler. Jetzt wieder so ein Ballverlust davon. So, jetzt sind wir noch gelb. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Walker. Aktuell steht es hier 3-2. Buschi trotzdem kurzer Blick auf den nächsten Gegner. Der kommende Gegner von Athletic Bilbao heißt Ude Almeria. Nein, das war nichts. 0,0 nichts. Das war normaler Körpereinsatz. Ich habe doch nicht mal voll gemacht. Ich bin reingelaufen. Mehr? Wofür gibt es das Meter? Das überrascht mich dann doch. Ey, komm schon, das ist doch nichts. Ey, Schiri, das ist doch überhaupt gar nichts. Meiner hat den aber trotzdem. Ey, das war doch kein Elfmeter. Boah, Glück gehabt. Wenn sie mal verschießt, auf jeden Fall den Elfmeter. Das ist ein bisschen ausgleichende Grenze, aber meiner Meinung nach war da gar nichts. Oh, bitte nicht. Ich wollte gerade schon wieder so eine Bogenlampe, oder was? 3 Minuten sind's noch. So, das war zumindest ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen, ey. Hab ihn. Jawohl. Weg damit, erstmal ganz nach vorne. Hör ab, Schiri. Das ist der Schlusspfiff und damit steht es nun fest. Die Gastgeber 8 Punkte. Heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Ich bin mehr oder weniger gerade so ein bisschen erleichtert. Wie gesagt, die beiden Gegentore hast du dir mehr oder weniger selber reingeballert. Und Glück gehabt, dass dann nicht noch Benzema am Ende nochmal das Tor gemacht hat, den der Elfmeter versenkt hat. Weil dann hättest du jetzt quasi das dritte Unentschieden für das Minute verlieren. Ganz toll. Aber egal, wir haben die Aufgabe. Real Madrid gelöst. 3-2 Heimsieg. Wenn man es so nimmt, das ist der dritte Sieg gegen Real hintereinander mit Bilbao, Bayreuth habe ich es ja geschafft in der Champions League. In der Gruppenphase damals. Und jetzt mit Bilbao schon das zweite Mal, wenn man den Anfang der PS4-Karriere noch mit dazu nimmt. Gut.
Aufgabe jedenfalls gelöst. Mit, wie gesagt, ein bisschen Glück dabei. Barcelona gewinnt gegen Cádiz mit 3-0, also Espanyol. So, gucken wir mal gerade kurz auf die Dings. Ich weiß, dass wir dir noch mit. Gut, in der nächsten Partie geht's dann mit der Almeria weiter. Und da hoffen wir mal, dass wir da natürlich auch wieder 3 Punkte holen. Fest eingeplant sind sie. Ab sie doch geholt werden. Das sind wir dann. Ich freue mich, wenn wir wieder einschalten würden. Morgen um 14 Uhr. Bis dahin. Und Wiedersehen.